Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Sovereign Republic hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und hier steht schon der Plan von unserer City mit 6 Blöcken. Das, was wir denn früher oder später umsetzen wollen. Hier wird fleißig gebaut, ein Kindergarten noch und natürlich hier die beiden Blöcke. Und da sind jede Menge Leute auf der Baustelle, das finde ich schon mal ganz gut. Da geht was vorwärts und natürlich haben wir auch jede Menge Fahrzeuge dafür dann zur Verfügung, die hier Materialien holen können, die hier ans Lager fahren können und die vorgefertigten Platten holen können, beziehungsweise die hier die Ziegel holen können. Aber für die Ziegel habe ich natürlich früher oder später, wenn denn hier hinten die Baustelle durch ist, die ja auch gleich fertig ist, noch eine weitere neue, sagen wir mal, Verwendungsform oder Verwendung. Da werden wir nämlich hier eine schöne Ziegelbrücke hinbauen. Das werden wir gleich mal im Baumenü hier auch, sagen wir mal, das Stück Mauer hier entfernen und dann werden wir dort eine wunderschöne Ziegelbrücke hinbauen. Das sieht aber merkwürdig aus, da ein bisschen zittert die Grafik. Naja, gut. Das finden wir hier, Straße, und dann möchte ich hier ganz gerne eine Ziegelbrücke aufbauen. Ich weiß nicht, ob die mit Asphalt belegt wird oder nicht, aber ich glaube ja, das ist, glaube ich, vollautomatisch. 51 Tonnen Asphalt, 210 Tonnen Ziegel und 21 Tonnen Beton. Relativ teuer, aber sie wird natürlich zum Bau freigegeben. Und dann muss ich diese Baustelle natürlich, wenn diese Straße hier fertig ist, kann ich den ganzen Kladderadatsch dann zur Arbeit freigeben. Da sind natürlich einige Arbeiten nötig. Einige Ziegel werden da gefahren werden müssen. Das wird ein bisschen dauern, ehe die Brücke dort fertig ist. Aber wenn sie dann fertig ist, dann hoffe ich, dass wir da auch ein bisschen Spaß mit haben und ein bisschen Freude dran. Indem wir nämlich dann irgendwann Dollar darüber verdienen. So, 11. November 1969, die Mondreise ist schon beendet. Ich glaube, das ist sogar schon die zweite und dritte beendet. Ich weiß gar nicht, im Juli sind sie das erste Mal hochgeflogen. Weiß gar nicht, wie lange die geflogen sind. Bis 73 sind sie geflogen, glaube ich, oder 72, ne? 5 Missionen, 6 Missionen? Von 13 bis 17? 13, 14, 15, 16, 17? Müssten 5 Missionen gewesen sein. Ein elitärer Club der Leute, von deren, die hier auf dem Mond waren, sind, glaube ich, 10 Leute bloß oder 12. Ja, aber den letzten kennt man immer nicht, ne? Wer war der letzte Mann auf dem Mond? Das ist immer so, bei so Kneipenquiz-Geschichten, da ist das immer sehr gefragt. Wer war der letzte Mann auf dem Mond? Du sitzt dann so mir so, ja, keine Ahnung. Ne? Also das ist wirklich, das sind dann aber immer so ganz beliebte Fragen. Da könnte ich immer jedes Mal den Fragesteller sagen, ja. Oder wie hieß der, zum Beispiel, wie hieß der Typ, der quasi nicht auf dem Mond war bei der ersten Mission, sondern der dann die ganze Zeit da rumgetrudelt ist außen rum und dann da Spaß hatte. Ob ein paar Spaß hatte, wissen wir nicht, aber alles solche Sachen, ne? Das sind alles immer solche Fragen, die da gestellt werden. Fürchterlich, sage ich nur, fürchterlich. So, wie sieht es hier eigentlich aus mit dem Kohlebergwerk? Ah ja, Gott, da sind ein paar Tonnen im Dings. Im Arbeiten, ein LKW wurde auch abgeliefert hier, hier wird auch fleißig gearbeitet und hier sind, oh, sogar jede Menge Tonnen drüber. Anwesend, sehr schön, das gefällt mir. Wie sieht es denn dann an unserem Kraftwerk aus? Wird denn da eigene Kohle verbrannt? Ja, momentan wird sogar eigene Kohle verbrannt. Sehr schön. So, wie sieht es hier an unserem Chemiewerk aus? Oh, da müssen wir natürlich jetzt, oh ja, da müssen wir ganz dringend aufpassen, dass wir dort Sachen rüber transportieren. Hier müssten LKWs drin stehen. Der Logger zum Beispiel, der darf mal zum nächsten. Jedenfalls, ich muss da unbedingt eigene LKWs für machen. Und der abgedeckte Anhänger, der darf auch mal zur nächsten Station fahren. Und du Kiesfahrer, darfst auch mal zur nächsten Station fahren. So, gut, alles klar. Also müssen wir auch irgendwann mal dann eigene Fahrzeuge für vorsehen. Geld genügend hätten wir ja. Wie sieht es hier aus mit dem Kindergarten? Ja, der wird langsam aber sicher fertig. Sehr schön, und hier wird fleißig Material angeliefert. Ach, das sieht zu gut aus, ne? Das muss man ehrlich sagen. Interessant, dass die hier wieder die Zulieferung über den Fußweg machen und nicht über die Straße. Naja. Was soll's. Ist halt so. Dann machen sie es halt so. So, die haben natürlich alle einen relativ weiten Weg immer zu den Dingern hin hier. Das gefällt mir auch nicht. Da müssen wir auch mal ganz kurz nochmal die Fußwege hier verkürzen. Dass die dann quasi auch direkten Zugang zu den ganzen schönen Sachen hier haben. So, dann können die nämlich auch wesentlich schneller hier zum Sport kommen. Das hat nämlich auch so seine Vorteile. So, dann haben wir hier das, ah, ja, läuft.
Gut, wenn ja natürlich denn hier wahrscheinlich sehr viele Plätze frei wären, wenn dann hier die ganzen fertigen Studenten rausgehen. Boah, über 100 haben wir hier schon. Die haben wir hier noch drin, da nochmal 44, also einen kompletten Block kriegen wir fast voll mit, komplett mit Gelehrten. Das ist ja schon mal gut. So, jetzt wollen wir uns mal ganz kurz hier das Raster an und ziehen hier mal auch schon mal eine Straße quer durch. Von hier relativ gerade möchte ich die ganz gerne haben. Bis da hinten hin. Sieht relativ gerade aus. So, da wird aber auch genehmigt. Denn die Straße hier unten ist fast fertig. Also hier müsste jetzt so ein bisschen elektronische Komponenten und sowas alles angeliefert werden. Ja, da sind sie gerade dabei. Und dann haben wir hier dann schon mal die nächste Straße. Wo wir denn hier die nächsten Blöcke quasi dran? Und wo wir denn die Straße, die so geht und die so geht, dann hinkriegen, damit wir noch ein paar Blöcke hier dran planen können. So, die Baustelle ist fertig. Das heißt, diese Baustelle, die kann jetzt auf jeden Fall zugewiesen werden. Und zwar wird diese Baustelle durchaus in diesem Konstruktionsbüro zugewiesen. Ich weiß gar nicht, ab wann die Konstruktionsbüros Dinge nicht mehr bauen können. Also wie weit das weg ist. Gibt es hier irgendwo einen, glaube ich, auf dem Auto-Search, wenn der aktiv ist, dann kann man das, glaube ich, sehen, wie weit die Baustellen weg sind. So, dann dich natürlich noch. Ups, das ist ein Fahrzeug. Ey, das wollen wir haben. Schöner Brückenbau. Das war ja das mit dem Unterwasser Bagger, den wir dann eine ganze Weile hatten. Aber hier müssen jetzt natürlich sehr viele Sachen angeliefert werden und natürlich auch die nötigen Personen immer hingefahren werden. Also das ist schon keiner Härtetest, ob das hier mit der Tankstelle so funktioniert. Wir werden hier mit dem Strom rübergehen, damit wir dann hier hinten ankommen. Das werden wir noch tun. Da muss ich hier nämlich mal einen Schalter dazwischen bauen. Bei Gelegenheit. Naja, gut. Bei Gelegenheit. Sehr schön. Gut, das sieht erstmal alles ganz gut aus. Was meint ihr, wann die Baustelle fertig ist? Aha, okay. Also ihr habt jetzt alle elektrischen Bauteile. Ihr braucht noch ein bisschen Stahl und dann natürlich Arbeitskräfte. Ein paar Arbeitskräfte habt ihr. So, der Kindergarten ist fertig. Sehr gut. Dann arbeiten hier gleich auch 10 Mann drin. Und hier ist der Kindergarten auch gleich die Hütte voll. Okay. Das heißt für mich, wir müssen dann noch einen anbauen, der hier hinten ist. Dann brauche ich mal, oder ich mache hier noch einen dran. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier einfach so einen hin. Warum sind die 6 Blöcke, die sind weiter auseinander als die hier? Interessant, hier habe ich die Fußwege nicht dazwischen gebaut, ne? Den habe ich hier noch gar nicht fertig. So. Das dürfte nämlich für die Leute jetzt hier auch einige Wege verkürzen. Aber wie gesagt, bis dahin kommen sie halt nicht durch, ne? Also die müssen ihre ganzen Nahrungsmittel, na gut, die können sie ja da holen. Oh, Brösel auf der Scheinbein, Entschuldigung. Na gut. Aber dass der schon instant wieder so voll ist, das hätte ich gar nicht erwartet, muss ich sagen. Und hier ist immer noch kein Kindergarten, okay. Autos, Krankenhaus, Elektronik, Kirche. Ohne Job. Leute ohne Job ist natürlich auch nicht gut, aber naja, gut, das hat man halt mal ab und zu. So, die Blöcke, die werden relativ schnell, glaube ich, voll werden mit gut gebildeten Leuten. Und hier wird natürlich jede Menge Material schon gefahren. Beton. Sehr schön, das sieht gut aus. Muss nicht angeliefert werden. Naja, gut, 21 Tonnen Beton ist jetzt nicht so schlimm. Asphalt kommt dann am Schluss, wenn das Brückengerüst steht und dann aber die hier mit den Ziegeln losfahren, das ist natürlich jetzt, darf ich die mal anklicken, danke. 11 Tonnen Ziegel hier, wunderbar. Wie viel Ziegel kann der mitnehmen? Der hat 10 Tonnen nur drauf, okay, also die Logger sind da durchaus mit mehr Fracht oder mehr, können mehr Fracht mitnehmen. Da sehen wir noch so einen mit Ziegel fahren, hier fährt noch einer mit Ziegel gerade los. Also hier sind jetzt so ordentlich Ziegel runtergegangen vom Ziegelwerk. Das erzeugt natürlich dann bei der Kohle Verbrauch, aber das ist nicht mehr das Schlimme. Interessant ist auch wirklich, dass wir die Ziegel nur aus Kohle herstellen, dass wir so kein Lehm oder sowas haben, aber vielleicht kommt das nochmal mit einem späteren Update. Da sind wir ja mal gespannt, was wir da noch alles erfahren dürfen und sehen dürfen. Hier ist auch großer Bahnhof. Naja gut, wie sieht es hier mit der Kohle aus? Wird klar, wird immer noch eigene verbrannt. Also immer wenn ich da reingucke, verbrenne ich eigene Kohle. Das finde ich sehr gut. So.
Und wenn die LKWs hier entlang fahren, dann sind die... Ja, der ist noch gut betankt. Ja. Ja, die kommen ja schon wesentlich schneller hier hinlang. Ne? Das ist ja natürlich was, wo sie schon 60 fahren können. Im Vergleich zu vorher, wo der LKW denn hier halt stehen geblieben ist. Wenn der hätte 60 fahren dürfen, dann wäre der wahrscheinlich sogar durchgekommen bis da hinten hin. Weil dann hätte er durchaus die doppelte Strecke geschafft. Wäre vielleicht auf dem Rückweg hängen geblieben, aber vielleicht hätten sie ihn dann durchgewunken oder so. Ich bin mir nicht sicher, man weiß es nicht. So. Also geplant hatte ich ja noch einen Kindergarten hier hinten. Das stimmt eigentlich. Und dann, ich könnte ihn jetzt quasi entweder hier hinten direkt ansetzen oder ich kann ihn hier direkt daneben bauen. Noch einen Kindergarten. Ich meine, das wäre ja auch kein Beinbruch. Oder ich baue ihn hier, dann hat er aber keinen Straßenanschluss. Das heißt, ich müsste hier erstmal eine Straße hochziehen. Dann könnte man jetzt hier sozusagen noch ein bisschen die weiter, dann hier gerade eine durchziehen, die dann hier hinten sich so rum anschließt. Müssen wir hier noch ein bisschen planieren, würde ich sagen. Dann macht das hier mal noch ähnlich. Ja, das so ein bisschen schöner aussieht. Die großen Baumaschinen hier. So, sieht erstmal ganz gut aus. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal eine Straße, die durchaus hier oben ansetzt. Bis da erstmal geht. Dann hier so langsam runter geht. Da kriegen wir das Problem, ne? Ja, da kriegen wir das Problem. Da müssen wir erstmal die Straße ein bisschen verlängern. Damit wir die denn dort anschließen lassen können. Die noch ein wenig verlängern, damit wir das hier durchziehen können. Und damit wir die dann... hier hinten drauflegen können. Gut. Das ist doch schon mal ein einigermaßen guter Abschluss. Wir haben jede Menge Straßenbauvorhaben noch. Auch in unserer alten Stadt noch. Naja, so ist immer was zu tun. So, gut. Heißt also, diese Baustelle für diese Straße verbraucht... Oh ja, das ist ja schon mal gar nicht so übel. So, wie sieht es jetzt hier hinten aus? Wir haben immer noch keine Arbeiter dort, aber wir haben schon mal den Beton dort und wir transportieren natürlich jetzt fleißig Ziegel dorthin. Ich denke mal, das sollte sich jetzt hier durchaus eine Kette bilden, die dann dort Ziegel hinbringen. Der Logger ist leer, okay. Wie viel hast du noch an Benzin dann? Oh, es geht auch noch. Also da können wir durchaus schon dafür sorgen, dass wir da vielleicht eventuell den einen oder anderen Rubel bekommen. Verbundene Fahrzeuge. Der Logger, der fährt jetzt mal dahin. Der Abgedeckte fährt mal dahin. Und der Kieskutscher fährt mal dahin. So, und dann sollten hier alle Rohstoffe wieder auch in Massen vorhanden sein. Und ach, hier ist gerade der LKW sogar weg. Der ist gerade unterwegs sogar. Ja, hier steht er an wahrscheinlich. Ne, das ist ein Nahrungs-LKW. Dann war das hier der Chemikalien-LKW. Okay. Dann hat er gerade Chemikalien verkauft. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Wissen wir nicht. Wie viel liegen denn hier vorrätig? Na gut. Ja, da sehen wir jetzt auch nichts mehr dran. Ne? Aber wenn der jetzt sich jetzt quasi losstarten wollen würde, ich weiß nicht, wie viel der hat. Der hat, na, eine Tonne. Okay. So, das ist ein Nahrungstransporter hier, ne? Ja, der muss dann mal schnell Nahrung durch die Gegend kacheln. Das ist wichtig. So, wie sieht's hier aus? 43 Tonnen sind schon da. Da kommen die nächsten 10 angefahren. Da kommen die ersten Arbeiter angefahren. Da kommen die nächsten 10 angefahren. Leerer Logger, der wohl vor tanken, oder? Ah, ne, das ist der Holzfahrer. Okay. Okay. Achso, das ist der, der jetzt, ja, der jetzt von hier kommt, das Holz. Der hat jetzt gerade hier das Holz abgeliefert.
Speicherfolge gemacht und dann holt er sich voll. Alles klar, okay. Ich habe mich gewundert, warum er mit so einer halben Fracht da rummehrt und rumfährt. So, und hier sieht man, ja doch, ne? Es macht sich bemerkbar, dass wir hier jetzt Ziegel abfahren. Das macht sich wirklich bemerkbar. So, bist du hin auf dem Weg? BHG braucht Bushaltestelle 3. Okay. Das sind hier oben hoch, ne? Das ist ne, BHG Bushaltestelle 2 ist das. So, und der fährt zur 26 Leute, die da arbeiten können. Plus, wie viel nimmst du mit? 62? Ne, 82. Oh. Das ist ja richtig was los auf der Baustelle dann hier. Also, da kriegen wir ja dann schon mal die ersten 100 Arbeitstage runter. Hohoho. Was für ein Fahrzeug auf der Baustelle wird denn da gebraucht? Bagger wahrscheinlich, nehme ich an, oder? Vielleicht auch ein Kran. Aber so eine Brücke, da kann man ja auch einen Kran mal gebrauchen, ne? Gut, okay. Das geht voran. Dann werden wir jetzt da nochmal so einen Straßenbau in Betrieb nehmen. An der Stelle hier. Den Straßenbau, den wir dann für die Planung brauchen, erstmal fertig kriegen. Damit das dann jetzt nicht durch die Planung da zerhackstückt wird, die Straße, und wir dann wieder 1000 kleine Mini-Baustellen haben. Deswegen will ich jetzt erstmal die Baustelle da fertig kriegen und dann mache ich das fertig und das fertig und dann werden wir das alles hier drinnen dann durchplanen, wenn die Straßen stehen. Und dann gucken wir mal, wie viel da reinpasst. Also ob wir da wirklich noch Querblöcke reinstellen können oder nicht. Ne? Das ist natürlich für mich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig zu erfahren, muss ich sagen. Naja, ist doch schon mal gut hier. Ach, die hast du schon. Der ist gar nicht bei der Brücke mit dabei? Schon 5% Baufortschritt. Alles klar, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wo haben wir denn hier noch? Wo sind hier ist die letzte? Da. Doch die einzige Baustelle, die noch frei ist. Das heißt also, die Blöcke sind fertig. Momentchen bitte. Machen wir diesen Gitterrohrrahmen aus. So, Wireframe. So. Okay, also diese Blöcke sind fertig und hier sind 179 Leute drin. Und hier sind 450, okay. So, kann ich denn hier noch ein paar ausvölkern, auslagern? Also ich will hier wirklich Universitätsgelehrte rauskriegen, ne, aus diesem Block. Okay, haben wir geschafft. Dann hier vielleicht auch noch. Jo, hat die passt. Und vielleicht hier noch ein paar von... Ah, da sind keine mehr drin. So, wunderbar. Jetzt müssen wir mal die Blöcke... Achso, warte mal. Jetzt habe ich hier, wollte ich die Blöcke hier wieder leer machen, ne? Weil da sind nämlich einige von denen drin, die hier anfangen könnten zu studieren. Da sind es nur 10. Das ist okay. Und hier sind es 8. Das ist auch okay. So, gut. Wie viel haben wir hier drinne? Da haben wir 0 drinne. Hier haben wir 15 drinne. Okay. Lassen wir 5, lassen wir drinne. Hier haben wir 13 drinne. Da sind es 14. Das ist schon wieder ein bisschen mehr. Okay. 11. Null. Sehr schön. 0. Oh, sehr schön. 8. 22 haben wir hier. Da haben wir 19. Ja, jetzt sind die wieder voll, die Bauten, ne? Gut, okay. Dann mal los. So, hier wird gebaut, sehr schön. Die Straße wird gebaut, hier wird fleißig gebaut. Oh, guck mal, wie weit sie schon sind hier mit unserer Straße. Sehr schön, also hier ist richtig Fortschritt. Sind wir ja schon von den Arbeitstagen, haben wir ja schon fast die Hälfte weg. 700 waren hier mal gebraucht für diesen Bauabschnitt, ne? Und jetzt sind noch 350 da, also sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es mangelt an Ziegeln. Und jetzt kommt auch noch der Kran dazu.
Naja, da kommen auch Ziegel nochmal angefahren. Also sollten eigentlich alle hier auf Ziegelfahrten aus sein. Denn hier wird ja jetzt gerade nichts mehr angefahren. Dann müssen wir die Straßen fertig machen, weil hier die Kindergärten, die sind garantiert gerammelte voll. Ja, die sind gerammelte voll. Da müssen wir unbedingt was gegen tun. Wir brauchen noch einen Kindergarten hier. Den müssen wir dann hier oben noch ansetzen, mit dem Fußweg und so anschließen. Das heißt, wir brauchen wirklich pro drei Blöcke mindestens einen Kindergarten, an eigentlich noch mehr. Also gut, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Kindergärten jetzt für diese ganzen Blöcke hier und das reicht nicht ganz aus. So, gucken wir doch mal bei der Bevölkerungsstatistik durch. Sieht man hier was hier? Nee, da sieht man nichts. Unter 21-Jährige, die noch bei Mutti wohnen, dieses Jahr, hat sehr stark abgenommen durch den Bauen, okay. Durch die Neubauten. Das ist sehr gut. Also das, dass wir das unter 400 gekriegt haben. Wie war es im letzten Jahr? Im letzten Jahr sind es weit über 1000 gewesen am Ende des Jahres. Also da haben wir sehr viel Wohnraum geschaffen oder also halt sehr viel Fluchten. Das kann natürlich auch sein. Na gut, es gibt über 800 Fluchten. Letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir auch fast 800 Fluchten. Also das ist sehr viel. Gut, es zerrt noch. Am Anfang des Jahres hatten wir ja die Schwierigkeiten, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch, da wo wir uns jetzt ja ein bisschen rausgearbeitet haben. Also die Flucht sind ja jetzt unter 20 pro Messzeitraum runtergegangen und nicht mehr bei 40. Also denke ich mal, sollten wir dort vielleicht bei den Fluchten auch so langsam war sicher denn ein bisschen weniger Stress haben. So, da werden Ziegel gebraucht. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Ralf Ziegel. Ach nee, das war was anderes. Gut, okay. Also, wir haben in dieser Folge zumindest hier schon mal die halbe Brücke gebaut. Wir haben den fertig. Wir haben hier weiter geplant. Am Straßennetz weiter geplant. Wir haben hier die Straße auch schon mal eingeplant, damit die dann fertig ist. Damit wir dann mit unseren Blöcken weiter planen können. Hier für unsere City, die jetzt hier entstehen soll. Und vielleicht eventuell ja auch gespiegelt hier daneben nochmal. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich kriege hier keine 6 Blöcke mehr dazwischen. Also hier, das könnte nämlich, das ist nämlich von der Größe des Karrees ja ähnlich. Da müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir das hier dann da gespiegelt gleich nochmal rein. Dann haben wir hier gleich zwei solche Sachen. Und dann können wir natürlich jede Menge Sachen bauen, wo wir Arbeitskräfte verbrauchen können. Und wir Rohstoffe veredeln können. Ne? Das ist natürlich dann die Sache dessen, wo unser Kontostand denn bei uns sicherlich lachend entgegenkommt. Alles klar, das soll es gewesen sein. Wir gucken als Abschlussbild heute auf unsere halbe Brücke, wo ein Kran draufsteht und die schöne halbe Steinbrücke, die hier gebaut wird. Sieht so sehr gut aus, würde ich sagen. Immer noch ein bisschen zurück, kennt man ein bisschen mehr auf dem Bild vielleicht. Weiß man nicht, keine Ahnung, ob man was erkennt. Machen wir es mal so. Gut, das hat's gewesen sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Heute ist Nikolaus. Bis denn. Tschüss. Also, in-game, nicht Marlin.